Vier junge Franzosen machen 1940 eine erstaunliche Entdeckung. Im Inneren einer Höhle finden sie einzigartige Bilder, 20.000 Jahre alt. Eiszeitjäger schufen unterirdische Galerien voller Meisterwerke. Eine fremdartige Welt, die Rätsel aufgibt. Forscher steigen in die Unterwelt, um die Zeugnisse aus der Vergangenheit zu deuten. Mit archaischen Methoden und moderner Computertechnologie versuchen sie, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Archäologische Funde geben Aufschluss über die Geburt der Kunst. Ein Rendezvous im Bauch der Erde mit den ersten Göttern der Menschheit. Die Forschungsgeschichte der Eiszeit beginnt 1879 in Kantabrien, einer Bergregion in Nordspanien. Der Unternehmer Marcelinho de Sartola nimmt seine Tochter Maria mit zu einer kurz zuvor auf seinem Land gefundenen Höhle, die er Altamira nennt. Das kleine Mädchen macht eine weltbewegende Entdeckung. Sie sollte das Wissen über die Geschichte der Menschheit grundlegend verändern. Papa, wo ist? Papa, wo ist? Welch ein Anblick! Sartola ist wie elektrisiert, die gesamte Höhlendecke voller Wiesente. Später werden Experten feststellen, dass die Bilder 13.000 Jahre alt sind, entstanden am Ende der letzten Eiszeit im sogenannten Magdalénien. Erstmals offenbart sich die bisher völlig unbekannte Vorstellung der Menschen aus grauer Vorzeit. Von Menschen, die Tiere sogar dreidimensional aus Felsbuckeln wachsen lassen. Der Hobbyarchäologe erkennt sofort die Bedeutung der Malereien. Die Zunft der Vorgeschichtler aber erklärt sie höhnisch als schlechten Spaß eines Fälschers. Ende des 19. Jahrhunderts gelten Eiszeitmenschen als primitive Lebewesen ohne jede Kultur. Erst Jahrzehnte später dämmert die Erkenntnis, die Bilder stürzen sämtliche Theorien über die Fähigkeiten der frühen Erdenbewohner um. Bis vor 10.000 Jahren bedeckte ein kilometerdicker Eispanzer den Norden der Erdkugel. Südlich der Todeszone breiteten sich wildreiche Steppengebiete aus. Riesige Herden durchzogen das unendliche Grasland. Nur während der Eiszeit gab es in Europa ein so üppiges Wildparadies voll urtümlicher Wesen. Der Reichtum an Tieren versprach leichte Beute und lockte Jägergruppen an. Als sie vor 40.000 Jahren in Europa einwanderten, begegneten sie auch dem mächtigen Mammut. Die Jagd auf das Wild bestimmte fortan den Alltag der Menschen. Zum Dank huldigten sie den Tiergeistern. In Bilderhöhlen, die verstreut über Teile Frankreichs und Spaniens liegen. Im Südwesten Frankreichs haben Naturkräfte in Jahrmillionen Höhlensysteme aus dem porösen Kalkstein gefräst. Große Felsüberhänge boten ideale Wohnplätze für die Sippen der Eiszeit. Sie siedelten vor undenkbar langer Zeit, in der Altsteinzeit, dem Paläolithikum, das bis zum Ende der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren reichte. Die Menschen waren Jäger und Sammler, vergleichbar den Prärie-Indianern Nordamerikas oder den Nomaden Nordsibiriens. Die wildreiche Steppe versorgte sie mit Nahrung im Überfluss. Somit hatten sie mehr Zeit, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern.
Wissenschaftler glauben, die Erfolgstypen der Urzeit sorgten für den entscheidenden Entwicklungsschub in der Menschheitsgeschichte. Das technische Genie des Menschen entfaltete sich. Überall begannen ausgeklügelte Gerätschaften aufzutauchen. Schärfere Steinklingen, neue Waffen und Harpunen. Sie waren keine Wilden, die sich ein Fell überwarfen. Grabfunde belegen, dass sich die Menschen Kleidungsstücke auf den Leib schneiderten. Wie die meisten Völker, die sich den Gewalten der Natur ausgesetzt sahen, suchten auch die Menschen der Vorzeit nach höheren Wesen, die Schutz und Hilfe boten. Weit verzweigte Höhlenlabyrinthe hielten sie für die Wohnstätten der Götter. Schwarze Kohleflecken zeigen, wo die ersten Entdecker ihre Fackeln gegen die Wand schlugen, um das Feuer neu zu entfachen. Das Vordringen in Regionen bedrohlicher Dunkelheit, was muss es für eine Überwindung gekostet haben? Oft hielten in den Kavernen Bären ihren Winterschlaf, wie Knochenfunde belegen. Der schrundige Block sieht aus wie ein riesiger Wisent, mit mächtigem Kopf und gewaltigen Hörnern. Die Wand ist wie eine Membrane. Die Geistertiere scheinen hinter dem Fels zu wohnen und brauchten nur hervorgelockt, also gemalt zu werden. Eine Felskante wird zur Rückenlinie eines Wisents. Ces gens sont allés peindre et graver. Die Menschen haben damals aufgrund ihres Glaubens in Höhlen gemalt und graviert. Höchstwahrscheinlich glaubten sie einfach, dass die unterirdische Welt eine übernatürliche Welt ist. In den Grotten glaubten sie Geistern, Göttern, ihren Vorfahren, Verstorbenen zu begegnen. Die Bilder sollten als Mittler zwischen der hiesigen und der jenseitigen Welt dienen. Der Kopf ist schon im Felsvorsprung vorgeprägt. Vielleicht waren die Pferde gottähnliche Ikonen, die man anbeten konnte, wie heute Heiligenaltäre. Die Menschen damals dachten nicht rational. Sie stellten sich vielmehr vor, dass in der jenseitigen Welt Tiergeister herrschten. Die Eiszeitler zelebrierten bereits Totenkulte. Ein untrügliches Zeichen, dass sie schon an ein Leben nach dem Tod glaubten. Östlich von Moskau legten Forscher 24.000 Jahre alte Gräber frei. Die Verstorbenen sind mit über 3.000 Elfenbeinperlen geschmückt für das Leben im Jenseits. Auffallend ist, dass Tote mit rotem Ocker bedeckt wurden. Offensichtlich galt die Farbe als heilig. »1940 entdecken vier Jungen durch Zufall im Südwesten Frankreichs die legendäre Höhle von Lascaux. Ein Unwetter hatte den verschütteten Eingang freigelegt. Eine Schatzgräbergeschichte wie aus einem Abenteuerroman. Nach 19.000 Jahren sind sie die Ersten, die mit klopfendem Herzen in das Heiligtum eindringen. Regardez! Vite, Georges! C'est plein de couleurs! Welche Farbenpracht! Die Tiere scheinen lebendig, so realistisch sind sie gemalt. Immer neue Bildergalerien lösen sich aus dem Dunkel. Zwischen dem Gewimmel tauchen seltsame Zeichen auf, Muster und Symbole.
Später berichten die Burschen bewegt, sie hätten eine geheimnisvolle Kraft gespürt, die von dem mystischen Ort ausgehe. Bewundernd wird man die Höhle von Lascaux Sixtinische Kapelle der Eiszeit nennen. Ein einzigartiges Ensemble von 1800 gemalten und geritzten Tierbildern. Schließlich erreichen die vier Abenteurer den Saal der Stiere. Der Hauptsaal von Lascaux diente offenbar als religiöser Versammlungsort. Im flackernden Licht der Kabinlampen sieht es so aus, als stürmten die Tiere in alle Richtungen. Nicht jede Höhle war eine Kultstätte. Im Umkreis von 20 Kilometern um Lascaux gibt es 300 Höhlen, aber nur 30 sind teilweise bemalt. Seit über 100 Jahren versuchen Wissenschaftler, die Motive zu deuten. Aber der Code ist schwer zu knacken. Der Felsbildforscher Norbert Aujolas will dem Geheimnis der Darstellungen auf die Spur kommen. Dafür nutzt er Aufnahmeverfahren in einem Spektrum von Infrarot bis Ultraviolett. Obwohl zwei lange Stangen aus seinem Kopf wachsen, nennen Forscher das Zauberwesen Einhorn. Ein roter Fleck auf dem Fell entpuppt sich erst im Labor als Pferdekopf. Die Analyse der übereinander gemalten Tierleiber bringt ein überraschendes Ergebnis. Aujolas stellte anhand von Strichüberlagerungen fest, dass im gesamten Höhlenbereich zuerst die Pferde, dann die Auerochsen und zuletzt die Hirsche gemalt wurden. Die Chevaux. Die Pferde sind immer ein bisschen untersetzt, mit einem dickeren Bauch und tragen noch ihr Winterfell. Am Frühlingsanfang also. Das Fell der Stiere ist vorne länger als hinten, was die Aussage erlaubt, dass sie im Sommerfell abgebildet sind. Die Hirsche treten in Gruppen auf und haben ein voll ausgewachsenes Geweih, was auf Herbst schließen lässt. Das heißt, dass die drei unterschiedlichen Jahreszeiten genau der Fortpflanzungszeit der jeweiligen Gattung entsprechen, also der Zeit der Lebenserneuerung. Es symbolisiert die Erschaffung der Welt. Deutlich ist das am Bild der schwarzen Kuh abzulesen. Ein halbes Dutzend Pferde verstecken sich unter dem riesigen Tier. Ein Hengst bespringt eine rossige Stute. Es ist Frühling. So sähe die Höhle aus, könnte man sie aus dem Fels schälen. In der aufwendigen 3D-Animation von Lascaux sind die Felsbilder auf die Außenhaut der Grottenwand projiziert. Um die einzigartigen Galerien einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, soll in Zukunft jeder die Schätze virtuell betrachten können. Das Computermodell dient aber vor allem Wissenschaftlern zu Studienzwecken. Eine detailgenaue Auflösung soll die Bilder der Urzeit besser lesbar machen. Untersuchungen vor Ort gefährden die empfindlichen Originale. Doch dank der Programme lassen sich die Abbildungen in Zukunft bequem aus jeder Perspektive untersuchen. Der Computer macht es möglich, alle Figuren im Saal der Stiere akribisch zu vermessen. Die Perassio ließ die Höhlenwände eigens mit Laserstrahlen abtasten und die Zeichnungen in unterschiedlichen Lichtsituationen fotografieren. So konnte er die Oberflächenstrukturen exakt nachbilden und zeigen, wie der natürliche Fels in die Gestaltung einbezogen wurde. Wo das menschliche Auge nur eindimensionale Graffiti wahrnimmt, werden filigrane Ritzzeichnungen sichtbar.
Plötzlich wölben sich Körperpartien von Pferd, Wiesent und Steinbock aus dem Fels. Die meisten Antworten auf die vielen Fragen der Forscher aber liefern die Höhlen selbst. Sie halten einen Fundus an Informationen bereit. Um große Flächen ihrer Motive mit Farbe zu füllen, so wurde im Experiment nachgewiesen, pusteten die Eiszeitler manchmal Ockerstaub auf den Fels. Eine erfolgreiche Technik. In Lascaux wurden viele Steinwerkzeuge ausgegraben. Zudem 130 Funzellampen aus Knochenfett mit Dochten aus Wacholder und Pinsel aus angekauten Zweigen. Neben Paletten aus Schulterblättern großer Tiere förderten Archäologen ein Farblager mit 80 Kilogramm Ocker zutage. Bis heute weiß niemand, ob nur auserwählte Einzelpersonen die Ausgestaltung übernehmen durften oder ob ganze Gruppen ans Werk gingen. Um Panoramen dieser Größenordnung zu schaffen, war jedenfalls präzise Organisation Voraussetzung. Farbspritzen, wie sie noch heute zum Fixieren von Bildern verwendet werden, fertigten die Eiszeitler aus Knochen. Einige Experten glauben, dass Männer die Deckengemälde mit langen Pinselstöcken schufen. Statistiken zufolge stellen die meisten der bisher bekannten Felsbilder Tiere dar. Menschen kommen höchst selten vor, Landschafts- und Pflanzenbilder fehlen völlig. Beliebt waren vor allem Pferde. Dann Auerochsen, Wiesente, Hirsche und Steinböcke. Dazu eine Parade frühzeitlicher Urviecher. Die verschiedenen Tiere bildeten die entscheidenden Fixpunkte in der Welt der Jäger und Sammler. Groß, stark und schnell, die Menschen überlegen. Und sie lieferten alles zum Leben Notwendige. Kein Wunder, dass die Stämme den kraftvollen Kreaturen magische Eigenschaften zutrauten. Einige Forscher glauben, die Menschen hätten an geheimen Orten ihr Jagdglück beschworen. Die Seele der getöteten Tiere musste geehrt und besänftigt werden. Manchmal sind Figuren mit pfeilförmigen Zeichen abgebildet. Vielleicht haben die Maler die Tiere markiert, um sie rituell zu bannen. Naturvölker erweisen dem, was sie ihrer Umwelt wegnehmen, bis in unsere Zeit in Zeremonien Hochachtung. Vielleicht verstecken sich hinter den Zeichen auch andere Botschaften. Deutungen reichen von Markierungen der Wanderbewegungen bis hin zu Fallen. Immerhin sind 32% aller Felsbilder Symbole. Sie müssen also von herausragender Bedeutung gewesen sein. Aber es gibt auch eine szenische Zeichensprache. Ein Pferd stürzt in die Tiefe. Das sieht aus wie die Momentaufnahme einer Treibjagd über Felsklippen. Im Nordwesten Spaniens steigen Forscher in die Höhle La Garma, die 1995 entdeckt wurde. Der ursprüngliche Eingang liegt auf der anderen Seite des Hügels. Er ist immer noch verschüttet. Wer unterirdische Labyrinthe erkunden will, muss sich winden können wie ein Aal. Und Platzangst sollte er auch nicht haben. In La Garma ist zudem noch Schwindelfreiheit gefordert, um der Urgeschichte auf den Grund zu gehen.
Im Bauch der Erde stoßen die Forscher auf den gut erhaltenen Siedlungsplatz einer Sippe von vor 13.000 Jahren. Hinter dem verschütteten Eingangsbereich lassen sich noch die Umrisse einer Behausung erkennen. Überall stoßen die Urzeitexperten auf große Mengen Knochen. Zumeist stammen sie vom Hirsch und nicht etwa vom Pferd, wie viele Felsbilder vermuten lassen. Pablo Arias und Roberto Ontagnon graben einen Knochenspatel aus. Eine detailgetreue Steinbockdarstellung schmückt das Werkzeug. Auffällig ist der naturalistische Stil der Kleinkunstwerke. Er mutet modern an und ist von heutigen Kunstwerken kaum zu unterscheiden. Die günstigen Lebensumstände ermöglichten den Menschen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Schmuck und kunstvolle Objekte aus jener Zeit belegen, die Eiszeitler kannten eine Rangordnung. Verzierte Werkzeuge, Waffen und andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs besaßen ebenso spirituelle Symbolkraft wie die Wandmalereien. Sie schützten vor bösen Geistern. Kämpfende Wisente in der Brunft sollten einem Jäger vielleicht die Kraft eines Bullen verleihen. Das fein gearbeitete Reh aus Horn diente wohl auch als Jagdzauber. Das Kleinod saß als Endstück einer Speerschleuder an der Schnittstelle zwischen Hebelarm und Speer. Die Pferde von Cap Blanc in Südfrankreich zeigen, Eiszeitkünstler konnten auch wahre Schwergewichte aus dem Feld schlagen. Das Steinrelief bildete einst die Rückwand eines Wohnplatzes. Analysen ergaben, das 20 Meter lange Pferdepanorama war einmal so farbig wie viele Wandbilder der Eiszeit. Ein Meister und sein Schüler auf Beobachtungsposten. So könnte es gewesen sein. Die Klarheit der Linien, die Sicherheit bei der Wahl technischer Mittel zeugen von hoher Professionalität, wie sie eigentlich nur Übung hervorbringt. Da Maler ihr Motiv in Höhlen nicht vor Augen hatten, müssen die Männer die Anatomie und Bewegungsabläufe der Tiere gründlich studiert haben. Voilà. Michel Leblanchet glaubt zu wissen, wie sich die Eiszeitmaler inspirieren ließen. Der Felsbildforscher hat sich auf experimentelle Archäologie spezialisiert. Die Maler sahen damals an den Höhlenwänden die Tiere, die sie darstellen wollten und die ihnen vielleicht im Traum erschienen sind. So, als wenn die Grotte von Geistern bewohnt wäre. Als wenn sich der Geist des Wiesens dem Eiszeitmenschen gezeigt hätte. Der 70-Jährige erforscht seit 50 Jahren Bilderhöhlen. Sein Hauptinteresse gilt der Rekonstruktion eiszeitlicher Maltechniken. Leblanchet treibt den Selbstversuch sehr weit. Kohlestaub wird erst im Mund mit Speichel zu Farbe gekaut. Der Forscher konnte nachweisen, dass Farben durch Spucken aufgetragen wurden. Eine Technik, die er bei den australischen Ureinwohnern beobachtet hat. Zwei Dinge sind wichtig, das Motiv und die Technik. Als ich das erste Mal meine Hand abbildete, habe ich quasi meine Hand entdeckt. Das heißt, ich habe mich selbst entdeckt. Die Abbildung einer Hand ist etwas sehr Persönliches. Es ist die Abbildung von einem Selbst auf die Wand.
Jahrzehntelang glaubte der Franzose, die Abbildung sei als Objekt der Betrachtung bedeutend gewesen. Inzwischen ist er sicher, dass der Malvorgang selbst das Wichtigste war. Vielleicht waren die unterschiedlichen Handnegative geheime Botschaften an die Götter. Brauchte der Mensch damals Vermittler zwischen der Welt der Geister und dem Diesseits? In allen Kulturen gibt es Spezialisten für das Spirituelle, Vermittler zwischen der diesseitigen und der übernatürlichen Welt. Ich und andere Kollegen glauben, dass die prähistorische Kunst Teil einer schamanistischen Religion ist. Schamanen treten in direkten Kontakt mit den Kräften der übernatürlichen Welt. Bestimmte Geister erscheinen dem Schamanen. Wenn er sich in Trance in die andere Welt begibt, hat er Visionen, die eine sehr große Rolle bei der Bildauswahl spielen. Ce qu'on appelle la trance joue un rôle extrêmement important. Spirituelle Führer von Naturvölkern haben oft eine enge Beziehung zu einem starken Tier. Ein Hilfsgeist, der ihnen den Kontakt mit den überirdischen Wesen erleichtert. Banden Schamanen ihre Visionen von Tiergeistern auf den Fels, wie einige Forscher glauben, weil sie damit Hilfe für ihren Clan herbeizaubern wollten? Möglicherweise wurden einige Motive tatsächlich nach Rauschzuständen gemalt. Aber viele Gegner der These meinen, die meisten Darstellungen seien zu perfekt und exakt komponiert, als dass sie das Ergebnis einer Halluzination sein könnten. Die Steilküste bei Marseille in Südfrankreich. Bei einer seiner vielen Unterwasserexpeditionen machte der Tauchlehrer Henri Cosquet 1991 eine aufsehenerregende Entdeckung. In 37 Metern Tiefe stieß er auf einen Felstunnel, der während der Eiszeit trockenen Fußes erreichbar war. Die Eismassen speicherten so viel Wasser, dass der Meeresspiegel einst bis zu 120 Meter tiefer lag. Der enge Schlauch ist 120 Meter lang. Ein gefährliches Abenteuer. Aber dann tauchte Henri Cosquet schließlich in einer Tropfsteinhöhle auf. Wie Geister aus unendlich fernen Zeiten erschienen eiszeitliche Felsbilder im Lampenlicht. Der Franzose zählte eine Menagerie von 145 Motiven. Die Altersbestimmung erbrachte, dass die jüngsten Kohlezeichnungen vor 18.000 Jahren entstanden. Die Handabdrücke bringen es sogar auf ein Alter von unvorstellbaren 27.000 Jahren. Es sind die ältesten Darstellungen, die bis zu diesem Zeitpunkt gefunden wurden. Die Höhle, die den Namen ihres Entdeckers trägt, wurde also über die enorme Zeitspanne von 9000 Jahren besucht. Die spektakulären Bilder der Cosquet-Höhle dokumentieren, dass einzelne Kultstätten ihre Anziehungskraft auf die Menschen über Jahrtausende nicht verloren haben. Auf eiszeitlich kalte Temperaturen am Mittelmeer weisen Riesenalken hin, die an Pinguine erinnern. Längst jedoch ist die arktische Vogelart ausgestorben. Henris Freude über seinen Rekord, in der wahrscheinlich ältesten Bildergrotte aufgetaucht zu sein, wurde bald getrübt. Schon 1994 machte sein Landsmann Chauvet in der Ardèche-Schlucht in Südfrankreich einen weitaus sensationelleren Fund.
Hinter den Felsen verborgen liegt eine der eindrucksvollsten prähistorischen Galerien überhaupt. Die Bilder der sogenannten Chauvet-Höhle stellen alle bisherigen Datierungsmodelle über die Geburt der Malerei auf den Kopf. Denn die Untersuchung winziger Holzkohleproben brachte es an den Tag. Einige Darstellungen sind 32.000 Jahre alt. Über Nacht avancierten sie zu den ältesten Kunstwerken der Menschheit. Dank moderner Computeranimation kann ein breites Publikum die ersten bewegten Bilder aus der Höhle sehen. Wegen eines andauernden Rechtsstreits sind Filmaufnahmen nicht erlaubt. Jetzt kann jeder die Ansammlung von 447 Tieren wenigstens virtuell bewundern. Doch nicht nur das hohe Alter verblüfft. Bisher gingen Forscher von einer allmählichen Entwicklung der Formensprache aus, von einfachen Strichzeichnungen zu komplexen Darstellungen. Umso mehr staunten die Experten, dass sich die Herden in der gleichen Perfektion präsentieren wie die fast halb so alten Bilder von Lascaux oder Altamira. Offenbar beherrschten die Eiszeitler alle Herstellungsverfahren von Anfang an, vor allem das Wissen um die Perspektive. In der Chauvet-Höhle überwiegen nicht Pferde und Rinder. Die frühen Künstler malten 60 Nashörner und Rudel mähnenloser Höhlenlöwen, die sonst eher selten vorkommen. Sie erscheinen auf den Wänden, weil die gefährlichen Tierarten die Steppe vor 35.000 Jahren in großer Zahl durchstreiften. Ein Grund für die Menschen, sie zu verehren. Für besonderes Aufsehen sorgte ein geheimnisvolles Bild. Das rund 30.000 Jahre alte Motiv zeigt einen Bison, eine Vulva und einen Löwen. Einige Stimmen meinen, der Bison symbolisiere das männliche und der Löwe das weibliche Prinzip. Vielleicht eine Art Fruchtbarkeitsgott. Auf der Schwäbischen Alb, 600 Kilometer von der Adair-Schlucht entfernt, entsteht in der gleichen Epoche ein ähnlicher Zwitter. Der Löwe muss im Kult der Jäger eine große Rolle gespielt haben. Die jüngste Sensation stammt aus dem Jahr 2007. Archäologen präsentierten der Öffentlichkeit die älteste von Menschenhand geschaffene Figur. Ein Mammut aus Elfenbein, 35.000 Jahre alt. Das kostbare Objekt liegt streng gesichert im Tresor der Universität Tübingen. Den großen Coup landete der Urgeschichtler Nicholas Connard in der Vogelherdhöhle bei Ulm. Er grub die 3,7 cm lange Plastik aus einem Abfallberg früherer Forscherteams aus. Ein Winzling aus der Eiszeit. Urschwäbische Wertarbeit. Gerne wird nun verkündet, dass die Wiege der Kunst am Oberlauf der Donau stand. Zum Beweis, dass der Südwesten Deutschlands kulturell hochentwickelt war, präsentiert Connard auch die älteste Flöte der Welt. Diese Zeit um 35.000 Jahre vor heute ist eine Zeit, wo es schon eine explosionartige Intensität gibt, in denen figürliche Kunst zustande kommt. Frühe Belege sind nicht bekannt. Und das Hochspannende daran ist, dass die figürliche Kunst beginnt mit einer absoluten Perfektion. Es ist nicht so, dass man, wie man lange Zeit gedacht hat, dass die Figuren irgendwie primitiv sind oder grob. Die sind von vorne an perfekt, 100% gelungen. Und diese Entwicklung der Kunst ist sicherlich schlagartig in diesem Sinne. Und spätestens um, sagen wir, 35.000 vor heute, ist Kunst und figürliche Kunst
sagen wir, gang und gäbe in unserer Region. In der Höhle Tyktorobea knetet ein Schamane eine Wiesentfamilie. Die Gruppe ist vermutlich ein Sinnbild für den ewigen Kreislauf des Lebens. Womöglich belegt das seltsame Ensemble die These, während der Eiszeit habe es schon die Vorstellung von der Dreiteilung der Welt gegeben. Dann entspreche die Platzierung der Tiere der mittleren Ebene im Glaubenskosmos der Eiszeitler. Über der kleinen Familie wacht ein Mischwesen, halb Tier, halb Mensch. Es könnte in die jenseitige Welt gehören, in die Welt der Götter, die höchste Ebene. Vielleicht aber zeigt es einen Schamanen im Tierfell. Die dritte, untere Ebene liegt in einer Krypta der Grotte Lascaux verborgen. Die jungen Entdecker seilen sich in einem tiefen Schacht ab. Marcel, Marco, ça va tenir? In vielen Höhlen gibt es schwer zugängliche Plätze mit Felsbildern. Nur Eingeweihte können davon gewusst haben. Die Jungen bestaunen eine der rätselhaftesten Szenen der Urgeschichte. Ein Wiesent greift ein seltsames Strichmännchen mit Vogelkopf und Krallenhänden an. Das Tier ist verletzt, die Eingeweide hängen heraus. Niemand weiß, ob das Ensemble als Erinnerung an einen getöteten Jäger entstand. Archäologen haben vor Ort Dutzende Fettlampen und Speerspitzen ausgegraben. Möglicherweise brachten Menschen die Gegenstände als Opfergaben in eine Art Weihestätte dar. Nach Meinung einiger Forscher ist der Vogelmann ein Schamane in Trance. Aus der Mythologie sibirischer Naturvölker ist bekannt, dass Visionen vom Fliegen im Kult eine wichtige Rolle spielen. Vögel wirken als Hilfsgeister. Ohne sie kann ein Schamane keine Seelenreise in die Welt der Götter antreten. Der Urgeschichtler Gerhard Bosinski vermutet, dass Sippen die Stierrotunde von Lascaux für wichtige Kulthandlungen nutzten. Es sind Bildergeschichten erzählt mit mythologischem, religiösem Inhalt, wobei der Höhlenraum selber ein wichtiger Teil der Geschichte ist, etwa so wie unsere Kirchen auch. Nur, die Geschichten waren auch damals nicht von selbst zu verstehen. Sie mussten erklärt werden, etwa wenn wir von Krippe Ochs und Esel hören, dann wissen wir Weihnachten. Es waren ganz offensichtlich vor allem Jugendliche, die mit diesen Geschichten in die Religionsgemeinschaft und Welt der Erwachsenen aufgenommen wurde. Es ist gar nicht so viel anders wie heute mit Erstkommunion und Konfirmation, nur dass der Inhalt dieser religiösen Geschichten sich geändert hat. In mehreren Kavernen blieben Fußspuren, vor allem von Jugendlichen, im Lehm erhalten. Der Archäologe geht davon aus, dass ihre Urheber an Initiationsriten teilnahmen. Vielleicht folgten die Jungen einem vorgeschriebenen Weg als Teil der Zeremonie. Flötentöne, Trommelklang, auch Musik gehörte zur religiösen Handlung. Spielt dieser Mensch im Wiesentfell mit Hufen auf einem Bogen? Es ist eine der vielen Fragen, die noch niemand schlüssig beantworten kann. Das seltsame Wesen schmückt eine Wand in der Grotte des Trois Frères. Von Anbeginn drückten die Menschen ihre tiefsten Gefühle in Ritualen aus. Oh,
Es liegt nahe, dass Schamanen mit Hilfe der Bildfriese uralte Mythen weitergegeben haben. Das Vermächtnis der Ahnen an die heranwachsende Generation. So fanden Jugendliche in der Eiszeit die Antwort auf Fragen, die noch heute von gleich großer Bedeutung sind. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wer sind wir? In diesen existenziellen Fragen liegt der Ursprung aller Religionen. Zum Schluss tanzten die Eingeweihten vielleicht den Geweihtanz. Rituale sind es, in denen sich die tiefsten menschlichen Gefühle ausdrücken. Das große Bilderrätsel der Eiszeit ist noch lange nicht gelöst. Aber mit jeder neuen Theorie fällt helleres Licht auf eine faszinierende Phase der menschlichen Entwicklung. Eine Expedition in die Eiszeit, um den Code der Götter zu entschlüsseln. Ein Vorstoß in die Welt rätselhafter Symbole und Glaubensvorstellungen. Eine Reise in eine Welt voller einzigartiger Felsbilder. Die ältesten mehr als 30.000 Jahre alt. Es war die Geburtsstunde der Kunst und der Urreligion. Und damit die Geburt des modernen Menschen. 2000 Jahre Christentum erscheinen uns als lange Zeitspanne. Umso erstaunlicher, dass die fundamentalen Glaubensvorstellungen der Eiszeitmenschen 25.000 Jahre überdauerten. Es sind die Lebensumstände, die einen bestimmten Kult hervorbringen. Nicht die Form ist entscheidend, sondern die Botschaft. Der Weg zu den frühen Menschen ist weit, vielleicht zu weit, um ihn überbrücken zu können. Vor 12.000 Jahren schmelzen plötzlich die Eismassen. Die Steppen verschwinden mit ihren Tieren und damit auch die Jägerkulturen, die sich in grandiosen Felsbildern verewigten. Europa wird ein Kontinent der Wälder. Völlig neue Religionen entstehen. Und damit auch neue Ausdrucksformen.